Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Strolz. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Ja, Frau Präsidentin, geschätzte Ministerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum wollen wir NEOS eine flexiblere Arbeitszeitlösung? Das ist leicht beantwortet, weil wir sinnvolle Lösungen fürs echte Leben wollen. Und diese aufgeheizte Debatte wird natürlich dem echten Leben nicht gerecht. Ja, ich finde, beide Seiten werden dem echten Leben nicht gerecht. Ich möchte nur zwei Beispiele zitieren. Ich kenne einen Industrieofenbauer in Oberösterreich. Da sagt mir ein Arbeiter, schau, die schicken mich auf Montage für diesen Ofen. Ich fahre 300, 400 Kilometer weg von meinem Heimatort. Ich bekomme dann um 18 Uhr die E-Mail, jetzt bitte Schraubenzieher fallen lassen, weil ab jetzt bist du im Kriminal. Was soll ich dort machen? Ich bin dort alleine, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, meine Frau. Ich möchte an und für sich, ich kann am Abend nicht nach Hause zurückfahren. Ich möchte zumindest bis 20 Uhr weiterarbeiten. Weil wenn ich das zweimal nacheinander mache, dann kann ich am Freitag nach Hause fahren und bin daheim bei den Kindern. Der will einfach diese Lösung. Der will diese Lösung und der versteht nicht, dass wir das gesetzlich bisher nicht zusammengebracht haben. Anderes Beispiel. Ich war selber 12 Jahre Unternehmer und es ist natürlich so, dass in vielen Dienstleistungsunternehmen, ob das die Webdesigner sind oder Berater oder sonst irgendwie, ob das 20, 30 oder 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitunter bis 20 Uhr mal sitzen bleiben oder bis 21 Uhr und ein Projekt fertig machen. Das ist das normale Leben, liebe SPÖ, das ist so. Das ist das normale Leben, das war aber nicht möglich. Und Faktum ist, dass in dieser Republik wöchentlich, monatlich Zehntausende Menschen, ich behaupte Hunderttausende Menschen, zum Fälschen ihrer Stundenlisten gezwungen werden. Und das ist oft zum Nachteil der Mitarbeiter. Es ist oft auch zum Nachteil der Unternehmerinnen und Unternehmer, weil die werden dann geprüft und dann muss man irgendwas hinfälschen. Das ist unwürdig. Das ist ein Auftrag an den Gesetzgeber und da sind wir hier, lebensnahe Lösungen zu machen. Und das weiß auch der SPÖ, im Plan A steht es ja auch so drin, Christian Kern. Das weiß auch die SPÖ und deswegen bitte keine Panikmache. Und jetzt komme ich zu euch. So wie ihr das angegangen seid, das ist in einer Art und Weise letztklassig, dass mir die Spucke wegbleibt. Das ist, also ich fasse zusammen. Kurz und Strache beschließen, sie bringen hier ein Gesetz ein via Initiativantrag und verunmöglichen eine ordentliche Begutachtung durch Expertinnen und Experten und die Oppositionsfraktion. Soll auch ausgebotet werden, weil nicht nur Begutachtung gestrichen wird, sondern sie weisen es dann auch mutwillig zu dem falschen, eigentlich nicht fachzuständigen Ausschuss, damit sie selbst den Ausschussvorsitz haben. Drittens, wir organisieren als NEOS, als eine vernünftige Stimme der Mitte, einen Gipfel der Wirtschafts- und Sozialsprecher. Und sie boykottieren das als FPÖ und ÖVP. Sie sagen, na, das interessiert uns nicht. Gerald Loacker, ich behaupte, von den 183 Abgeordneten, der Mann, Frau, die Person mit den am Abstand meisten Fachkenntnissen in dieser Materie, hat mehrfach Anläufe genommen, um Verbesserungen ihm mit auf den Weg zu geben. Hat sie nicht ausgehängt medial, er hat es hinter den Kulissen gemacht, vor den Kulissen. Sie steigen nicht drauf ein. Sie sind in einer Ignoranz unterwegs, in einer Überheblichkeit, dass es nicht zum Aushalten ist. Und das Problem ist, dass die Menschen draußen, die Bürgerinnen und Bürger, zahlen den Preis, weil zum Beispiel das Miteinbeziehen der dritten Führungsebene. Ja, ich finde auch, dass die Wirtschaftskammer und die IV hier keine gute Rolle gespielt haben. Sie haben mit denen im Doppelpass über Monate ein Gesetz vorbereitet und haben uns mit einem Huschpfusch über Nacht überrascht. Das ist unwürdig einem Parlament, zu sagen, ich binde außerparlamentarische Kräfte ein
und ignoriere gewählte Volksvertreterinnen und Vertreter. Mit dem Ergebnis, dass die Qualität nicht passt. Sie beziehen dritte Führungsebene ein. Das macht natürlich, und Gerald Lorca hat es gesagt, für Industriebetriebe Sinn, zu sagen, wir entbinden die völlig aller Arbeitszeitgesetze. Aber es macht für einen Mittelständler keinen Sinn. Der fällt oder die fällt aus allen Arbeitszeitregelungen hinaus. Und da ist nichts mehr da. Und das ist, muss ein Gerald Lorca aufstehen, zu sagen, dass das unsozial ist? Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und dass ihr einfach auch hier die Stimme nicht hört, das finde ich, ist auch nicht angemessen einem Mitarbeiten und Zusammenarbeiten im Hohen Haus. Es wird natürlich auch beim Thema Freiwilligkeit und wie Sie es gelöst haben, damit zu rechnen sein, dass eine Klagsflut kommt, dass über Jahre prozessiert wird. Wie ist es jetzt mit dieser Freiwilligkeit? Ist das eine Motivkündigung, wenn also jemand eine zusätzliche Überstunde hier verweigert und 6 Monate später gekündigt wird? Werden solche Menschen zu Hunderten, zu Tausenden vor die Arbeitsgerichte ziehen und die Arbeiterkammer wird sie dabei unterstützen, das ist doch alles aufgelegt, und sagen, es war eine Motivkündigung. Wollen wir das, dass wir hier mutwillig eine Klagswelle auslösen? Das hätte man alles verhindern können, wenn Sie hier einfach mit aufrechtem Gang in eine Zusammenarbeit gehen, die diesem Hause auch angemessen und würdig wäre. Das haben Sie verweigert und das ist ein großer Schmerz. Und ich sage Ihnen auch, das werden Sie nicht durchhalten können die nächsten 4 Jahre ohne immensen Schaden für die Menschen in diesem Land. Wenn Sie in dieser Überheblichkeit weitermachen, dann werden wir dieser Regierung hinterherreimen müssen über Jahrzehnte, weil die Menschen immensen Schaden davontragen, so wie wir heute halt noch in Gerichten die Prozesse haben von Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz 1, dort hat es geheißen Speedkills, und bei euch kommt noch dazu, zum Geschwindigkeitsthema kommt noch dazu Ignoranz und Überheblichkeit, und das ist nichts Gutes für das Land. Reißen Sie den Zahn für den nächsten Baustellen.